Das sind Annemarie und Lieselotte. Hallo. Hallo. Die beiden haben beschlossen, im Theater einzuziehen, weil... Weil unser Großvater Heinrich auch da gewohnt hat. Opa Heinrich hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Unter den Brettern, die die Welt bedeuten. Und da wollen wir jetzt hin. Also, unter die Bretter, die die Welt bedeuten. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Hast du aber nicht. Annemarie und Lieselotte möchten nämlich... Wir möchten zum Abendessen Musik hören. Ja, Opern und so. Ja, und deshalb ziehen sie jetzt mit ihrem Sofa und ihrer Stehlampe und... Auf geht's! Rein ins Vergnügen! Zuerst müssen viele Treppenstufen erklommen werden. Wir ziehen ins Theater rein, da gibt's keinen Kater, nein, da gibt's nur Musik, das finden wir so schnieke. Das ist ja herrlich, fantastisch, großartig. Hier sind wir richtig. Oh! Das ist aber groß. Jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Plätzchen. So, hier ist es gemütlich. Oh, hilf mir, Lieselotte, der Koffer! Hörst du was? Nee, nix. Und jetzt? Ich guck mir das mal genauer an. Aber sei vorsichtig. Gibt's was Spannendes zu sehen? Ach na ja, das hier ist so ein Ding, wo die Menschen ihre Beine reinstecken. Oh, hepp! Und das hier ist eine Jacke, glaube ich. Oh, da unten ist es toll. Oh Gott, Lieselotte, pass auf! Und hepp! Eine Riesenmaschine, wie toll! Das ist ja herrlich, fantastisch, großartig. Wir sind in der Schneiderei. In der Schneiderei werden die Kostüme für die Sänger, Schauspieler und Tänzer hergestellt. Du, Annemarie, warum liegen hier die vielen schönen Bilder rum? Das sind die Figurinen. Die was? Am Theater gibt es den herrlichen Beruf des Kostümbildners oder der Kostümbildnerin. Die Kostümbildnerin überlegt sich, welche Kleidung die Menschen auf der Bühne tragen sollen. Manche Kostüme sollen neu aussehen, manche alt und arm, andere reich und prunkvoll. Und für Dicke ist auch was dabei. Opa schreibt noch, mir allerdings sind immer die Kostüme am liebsten gewesen, in denen man einen Keks oder eine Halspastille findet. Der alte Fresser. Ui, was ist denn das? Lieselotte. Isst du da was ohne mich? Aber nein, keine Spur. Na dann komm, jetzt gibt's Abendkäse. Das ist ja alles gut und schön, aber ich will Musik zum Käse. Morgen ziehen wir weiter. Da gibt's nur Musik, das finden wir so schnee. Gute Nacht, ihr kleinen Mäuse. Dum 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 d